Hallöchen hier, willkommen zurück, endlich wieder bei The Book of Unwritten Tales 2, wo denn das neue Kapitel erschienen ist, tatsächlich. Und zwar vor, ich habe es gerade frisch runtergeladen, also gestern war es noch nicht da. Das heißt, es geht frisch weiter hier, wir haben das letzte Mal ein paar seltsame Sachen erlebt, wir schauen uns das einfach weiter an. So, ist schon ein bisschen her jetzt, aber... Oh. Wie ist die Lage? Nicht gut. Noch zwei von uns wurden zu Hamstern verwandelt. Die Stadt ist ein Albtraum in Pink. Der Widerstand ist zusammengebrochen und die Unterstadt kommt einer Geisterstadt gleich. Die Kleine verwandelt jeden, der ihrer Mutter im Weg ist. Man kann sich nicht dagegen wehren. Wie geht es unseren Patienten? Komm schon, Wilbur, das kann doch nicht so weitergehen. Du liegst schon seit Tagen da. Wir brauchen deine Hilfe. Das sieht ja mal cool aus hier. Genau, wir sind das letzte Mal nämlich klein gemacht worden, klein verwandelt worden, weil die Tochter von Sybil von Buren hier diese ganze Niedlichkeitswelle alles verzaubert. Und das noch nicht mal wirklich mit Absicht. Zumindest hat man den Eindruck, dass sie das nicht wirklich kontrolliert macht. Aber gut, wir müssen dagegen vorgehen. Wir haben Möglichkeiten dazu. Hoffe ich zumindest, sonst wäre das Spiel bald zu Ende und es würde nicht gut ausgehen. So, geh weg. Ich habe schon genug geholfen. Moah. Geh weg. Komm schon. Wir müssen Van Burens Tochter den Zauberstab abnehmen und eine Möglichkeit finden, ihn zu zerstören. Und niemand von uns kennt sich mit Magie oder Zauberstäben aus. Du bist der Einzige, der sich damit beschäftigt hat. Ich beobachte hier die ganze Zeit die freundliche Dame hier. Meine Güte, was haben sie da denn alles mitgemacht? Da ist ein kleines Holzbein, da ist ein leuchtende Schwanzspitze, Blume auf dem Kopf, rote, zauste Haare mit Schleifen dran. Meine Güte, wer soll das sein? Das ist, man kann es doch übertreiben. Also da ist im Prinzip alles ungewöhnlich dran, was man nur so finden kann. Bis auf das vielleicht noch ein paar mehr Arme fehlen. So, ich habe keine Ahnung von Magie. Sucht euch jemanden, der besser helfen kann. Sollte nicht schwer sein. Ich will nach Hause gehen, Remy. Ins Weißkammgebirge. Ja, wir haben ja festgestellt, dass eigentlich Wilbur nicht wirklich zaubern konnte, sondern dass sein Zauberstab dafür verantwortlich war. Ich meine, klar, ne? Ohne Zauberstab ist auch der mächtigste Magi so halbwegs nicht ganz so mächtig, aber bei ihm kam halt wirklich alles nur durch den Zauberstab. So wie es zumindest scheint. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich habe doch gar keine Ahnung von Magie. Ich habe mit einem Zauberstab herumgefuchtelt und wenn's gut lief, konnte ich damit ein Kaminfeuer entfachen. Ein kleines Mädchen kann mit demselben Stab ganze Städte verwandeln. Trotzdem kennst du dich mit Magie besser aus als wir. Und du hast deinen legendären Einfallsreichtum. Und was hat mir der gebracht? Ich habe den Erzmagier getötet und die Welt ins Chaos gestürzt. In dieser Welt herrscht immer Chaos. Und Alistair könnte noch leben. Ja, ich finde die Figuren sehen toll aus. Auch unser Remy hier. Ich finde es auch schön, es ist nur ein sehr, 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 sehr kleines Detail, aber dass die Augen immer so leicht hin und her zucken, das hat was sehr, sehr Lebendiges. Weil niemand starrt wirklich die ganze Zeit immer nur auf einen Punkt. Man sucht immer so ein bisschen mit den Augen. Ist wirklich nur was Kleines, aber macht es wirklich lebendig. Finde ich super, dass an sowas gedacht wurde. Er ist tot und es ist meine Schuld. Stimmt, der Erzmagier. Ja, der hat auch ein schweres Schicksal. Meister Alistair ist tot. Er wurde verwandelt. Und wir haben ihn zurückgelassen. Aber wir wissen nicht, ob sie ihn getötet haben. Er könnte eine Trophäe der Ratsvorsitzenden sein. Van Buren hat die große Halle in der Schule zu ihrem Hauptquartier gemacht, weil sich das Büro des Erzmagiers im Magierturm vor ihr versteckt. Alle Rattenlöcher in der Schule wurden verschlossen. Wir wissen nicht, was dort vor sich geht. Ja, ich meine, klar, ne, so richtige Magie, da kann die von Buren nichts mitreißen, weil die kann halt nichts, die ist Geschäftsfrau. Wunschdenken, es ist vorbei. Mein Zauberstab, wo hast du das verfluchte Ding? Das ist doch Wunschdenken. Alistair ist fort. Und wenn selbst er die Kleine von Buren nicht aufhalten konnte, dann... Wir sollten einfach nicht noch mehr Leben riskieren. Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Komm schon, Wilbur. Wir werden einen Weg finden, die Macht des Stabs zu brechen. Gemeinsam. Ich kann nicht. Ich würde alles nur noch schlimmer machen.
Nein, würdest du nicht. Und du hast lange genug in Selbstmitleid gebadet. Hey! Beim Widerstand ist kein Platz für Faulenzer oder Feiglinge. Das ist nicht... Ja? Was ist es nicht, Wilbur? Du hast ja recht. Ich gehe zurück ins Weißkammgebirge. Also schön. Dann geh nach Hause und warte, bis der Krieg zu dir kommt. Aber mein Ring bleibt hier. Hey, nicht! Wenn du wissen willst, was es mit dem Zauberstab auf sich hat, findest du mich am dunklen Schacht. Das ist ja mal cool. Das sah echt cool aus. Remy. Okay, wir sind wieder unterwegs. Ich habe jetzt bei den Dialogen nicht mal speziell irgendeine besonders tolle Auswahl getroffen, sondern einfach das Erstbeste da. Ja gut. Ne, es gibt ja viele Dialoge, wo man die Punkte nacheinander schön abklappern kann. Das war in dem Fall hier gerade mal nicht. Ich meine, wahrscheinlich, egal wie man es macht, wahrscheinlich wäre man am Ende eh rausgekommen. Weil auch das hier noch immer ein Spiel ist, wo man nicht wirklich scheitern kann. Man kann nicht vorankommen, das ist okay, aber richtig in eine Sackgasse reinrennen kann man eigentlich nie. Was durchaus ganz cool ist. Betrachte das Stoffding. Betrachte das Kanalrohr. Bergwerkslore. Geh in die Höhle und steig auf den Müllberg. Okay. Betrachte die... Oh, Riemen sind ja auch noch. Kabel. Was auch immer hier passiert ist, es scheint ja mal irgendeine richtig schicke Anlage gewesen zu sein. Irgendein schönes Gebäude, aber sieht mittlerweile nicht mehr so wirklich schön bewohnt aus hier. Was ist das? Scheint eine Art kleiner Sack zu sein. Ich nehme ihn mit. Wir haben wahrscheinlich auch nichts mehr sonst, ne? Genau. Leeres Säckchen, aha. Betrachte das Kanalrohr. Das Stück Kanalrohr ist so schwer, dass es über die Jahre halb im Boden versunken ist. Nicht verwunderlich. Der Boden besteht hier nicht aus Stein, sondern aus festgetretenem Müll. Ich frage mich, wo das Rohr herkommt. Seefels ist dafür bekannt, oder sagen wir berüchtigt, dass es keine vernünftige Kanalisation hat. Vielleicht wollte das jemand ändern. Und dies hier ist der Anfang und das Ende seiner Bemühungen. Ja, da scheint die ganze Stadt zu riechen wie ein Hund ganz hinten anscheinend. Kanalrohr haben wir schon gemacht. Das Stück Kanalrohr ist so schwer, nicht? Ja, irgendwas müssen wir dann noch mitmachen können, glaube ich. Es gibt hier künstliche Säulen und Bögen, aber auch ein paar natürliche Höhlen. Ich will nicht ausschließen, dass hier früher auch mal Bergbau betrieben wurde. Wo habe ich gerade genau drauf geklickt? Ach, klettere auf die Lore. Ach so, auf die Lore, okay. Wegen Bergbau. Ich habe gerade nicht so richtig getroffen gehabt, aber offenbar funktionierte das. Ich will erst mal gucken hier. Oh. Sieht aus wie... ein Keilriemen? Ich frage mich, wie der da hochgekommen ist. Na, deutlich außerhalb meiner Reichweite. Die Lore sieht verdächtig danach aus, als ob wir da eine Art Trampolin bauen müssten, scheint mir. Ich meine, klettern kann er da herauf. Vielleicht habe ich von da oben bessere Sicht. Ja, eindeutig besser. Allerdings nicht entscheidend. Nope. Ich denke mal... Was? Also steig auf den... Aha. Okay, da können wir wieder rauf. Ich denke mal, mit dem Tuch werden wir nicht was machen können. Ne? Das können wir nicht irgendwie machen. Ich denke mal, wir müssen echt ein Trampolin draus bauen oder sowas in der Art. Kann ich mir vorstellen, damit wir da hochspringen können. Oder kommt er da an? So. Kabel? Ein paar Stromleitungen. Sie führen irgendwo dort oben durch die Decke. Ein Strang geht ins Rattenlager, der andere führt in Richtung Schrottplatz. Finde ich auch toll, dass die hier schönen Strom und alles modern haben, aber eine Kanalisation? Nee, brauchten sowas. Ich dachte immer, Strom gäbe es nur bei uns im Gnomenbau. Aber jenseits des Weißkammgebirges wird er schon seit Jahren hier und da eingesetzt. Muss wohl Gnomentechnologie sein. Ich dachte immer... Okay, da können wir auch nichts mitmachen. Aber irgendwas musste noch mit passieren. Weil wir können das noch auswählen. Betrachte Müll, ja. Können wir machen. Müll, wo ist denn der Müll? Müll. Oder welcher Müll ist gemeint? Das hier muss Müll aus der Oberstadt sein. Ein Pelzkragen, der beinahe wie neu aussieht. Warum wirft man sowas weg? Man hätte ihn den Armen schenken können. Oder ihm gleich den Chinchillas lassen. Echt mal. Kannst du den mitnehmen? Nimm den Pelzkragen. Na, jetzt.
Mehr wollte ich nicht. Das ist tatsächlich ein flauschiger Pelz. Erstaunlich. Ein Pelzstreifen mit ziemlich langen Haaren. Schön flauschig und warm. Ein Säckchen, das mit Schnüren zugezogen werden kann. Es ist leer. Manchmal lohnt sich echt, wenn man im Inventar welche Kisten und Säckchen und Schächtelchen, wenn man sich die nochmal genauer anschaut, ob denn da nicht vielleicht doch noch Sachen drin sind. So, kombinieren können wir es natürlich nicht. Nö, warum auch? Das heißt, wir können erstmal nach unten. Da schauen wir ins Lager der Ratten. Haben wir da was von? Ich gehe da nochmal eben hin. Auch hier, ne, wenn man so dicht dran ist, sehr detailliert das Ganze. Betrachte die Schüsseln. Was gibt's denn hier alles? Na, oh, auch eine Menge. In der Spüle liegen haufenweise Suppenschüsseln. Ich weiß nicht, wie viele Ratten sich täglich hier eine warme Mahlzeit abholen. Aber es müssen Dutzende sein. Ratten sind ja dafür bekannt, dass die Gourmets sind, ne? Von daher, passt das schon. In der Spüle liegen haufenweise Suppenschüsseln. Ich weiß nicht, wie viele Okay, das haben wir schon. Wasserschlauch. Wieso Wasserschlauch? Aha. Ach, er hat in einem alten Schuh gepennt. Ach, na super, das ist ja geil. Die Köchin hat mir den Wasserschlauch am zweiten Tag hingelegt. Das war höchste Zeit. Ich war am Verdursten. Wollen wir das klauen? Er ist aus Gummi. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise sind Trinkschläuche aus Tiermägen und ähnlich alltäglichen Materialien. Nicht so was Exotischem wie Gummi. Auch schön, dass sie zwei komplett verschiedene Augen hat. Das ist, glaube ich. Ich behaupte mal, das ist der bescheuerste Charakter im ganzen Spiel, ohne das Spiel jetzt komplett schon gespielt zu haben. Was aber natürlich auch noch passieren wird. Betrachte das Bett. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gelegen habe. Es müssen Tage gewesen sein. Die Ratten waren sehr freundlich zu mir, haben mit mir gesprochen und mir etwas zu essen angeboten. Das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Hätten sie mit mir geschimpft, hätte ich mich vielleicht nicht so schuldig gefühlt. Na, wie gesagt, die Augenbewegung finde ich ziemlich nett. Das sieht halt sehr beobachtend aus. So, brach das Bett, ja, haben wir schon gemacht. Im Weißkammgebirge wartet mein eigenes Bett auf mich. Es ist warm und gemütlich. Ich werde mich verkriechen und erst wieder rauskommen, wenn ich mir sicher bin, was zu tun ist. Ja. Es ist eine Taktik, die zwar schön ist, aber nicht wirklich hilft, weil, naja, nicht immer regeln sich da Sachen durch Warten. Dem kleinen Kerl scheint es gut zu gehen. Er wird regelmäßig gefüttert, hat eine Schaukel. Kein schlechtes Leben. Ja, was soll das sein? Irgendein Insekt? Viech, was weiß ich. Auf einer Schaukel, natürlich. So, können wir reden? Nee, können wir nicht. Die Köchin ist mir nicht von der Seite gewichen. Vermutlich hat Remi sie auf mich angesetzt. Ich glaube, sie ist ein wenig verrückt. Zumindest murmelt sie die ganze Zeit vor sich hin. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie verrückt ist. Haben wir noch was zum Beobachten? Hier Rohr, Kerze, die Schüsseln? In der Spüle liegen, ich weiß nicht. Ja, irgendwas müssen wir noch machen. Wenn die Kerze an ist, spendet sie nicht nur Licht. Sie macht auch warme Füße, wenn man in Rattengröße in Timmys Bett liegt. Ach, das ist Timmys Bett. Ach, super. Ich mochte den Kerl. Die Köchin dürfte etwas dagegen haben, wenn ich die Kerze mitnehme. Das stimmt. Die Köchin? Na gut, dann müssen wir sie irgendwie loswerden oder ablenken. Wäre ich noch klein wie eine Ratte, könnte ich die Höhlen leicht verlassen. Die Ratten haben überall ihre geheimen Zugänge zur Stadt. Ich habe nicht häufig Gelegenheit, das zu sagen, aber ich bin viel zu groß dafür. Das stimmt. So als Gnom, ne? Das abgebrochene Ende. Ah, blase den Gummischlauch, ja. Wollen wir das machen? Vielleicht funktioniert das sogar. Ach so, ist das wow. So ein... Man kann Rattentrinkschläuche aufblasen. Wer hätte das gedacht? Ja, wenn die aus Leder, hätte das nicht funktioniert. Oder aus was ich weiß, aufgeblasener Gummischlauch. Reime mit dem Pelz über den Gummischlauch. Ah. Okay, Hey, mach mal Strom. Die Haare des Pelzes stellen sich alle auf. Da muss es irgendeine Art Spannung geben. Machen wir das. Flauschiger Pelz, aufgeblasener Gummischlauch. Hey. Das heißt, das können wir noch nicht hier machen. Dann müssen wir es an den Stromkabeln befestigen oder was ist da los? Das wäre komisch, wenn das funktionieren würde.
Wahrscheinlich brauchen wir den Keilriemen, damit wir das... Deswegen ist es ein Kragen wahrscheinlich, ein runder Pelz, dass man den einfach mit dem Riemen dann da rum und dann da ständig rum... Dass wir uns einen Stromgenerator herstellen oder was ist der Plan hier? Das wäre ja mal lustig. Ich meine, klar, ne, als kleiner Gnom zaubern kann er nicht, aber mit Technik kennt er sich aus. Da kann man nichts gegen sagen. Betrachte den Müll. Das Geschirr ist modisch vielleicht nicht der letzte Schrei, aber es ist völlig in Ordnung, wenn man von den Essensresten absieht. Ja. Nein, ich lasse es lieber liegen. Dann auf halt den Tellern nicht. Sind fettige Soßenreste und ich bin kein Freund des Abwaschens. Erst recht nicht, wenn ich die Sachen nicht selber schmutzig gemacht habe. Das stimmt. Es macht immer einen Unterschied. Können wir noch was mit kombinieren? Nein, noch nicht. Hey. Na, ist ja gut. Dann machen wir es später. Wir müssen erst mal alles absuchen, alles finden hier. Betrachte das Loch in der Decke. Ach, guck mal. Durch das Loch scheint der Mond. Es könnte mein Weg hier raus sein. Ja, deswegen auch sehr dezent hier im Mittelpunkt gehalten. Wenn die Lage in Seefels wirklich so düster ist, wie Remy sagt, muss ich sehr vorsichtig sein, sobald ich das Loch verlassen habe. Allerdings, erst einmal muss ich da hochkommen. Okay, okay. Ob wir das hinkriegen? Das Kanalrohr haben wir jetzt auch anbetrachtet. Wir gehen einfach mal runter, ne? Glaube ich mal. Okay, das war nicht der Punkt, den ich wollte. Ah, Wilbur, da bist du ja. Hast du es dir anders überlegt? Nein. Ich will nur hier raus. Bedauerlich. Natürlich haben wir uns das anders überlegt. Wilbur, denk mal nach. Du willst dahin abseilen, dann was hoffst du da unten zu finden? Ich wollte mich noch bedanken für alles. Was willst du in dem finsteren Loch? Dort unten habe ich vor Jahren deinen Zauberstab gefunden. Mein Großvater, eine Abenteuerratte, wie sie im Buche steht, ist in dieses Loch gestiegen, um zu erforschen, was dort unten ist. Als er nicht zurückkehrte, hielten ihn alle für tot. Nur ich nicht. Du bist ihm gefolgt? Trotz aller Warnungen. Nur gefunden habe ich ihn leider nicht. Dafür aber einen Zauberstab. Als ich ihn gerade untersuchte, stürzte sich ein furchterregender Geist auf mich und ich flüchtete. Ich weiß nicht, warum ich den Stab mitgenommen habe. Vielleicht wollte er mitgenommen werden. Als einige Jahre später ein kleiner Gnom in die Stadt kam und sich in den Kopf gesetzt hatte, Magier zu werden? Ich war sehr stolz auf meinen Stab und hab gleich... Naja... Was habe ich eigentlich gemacht? Was glaubst du, wie der Zauberstab dorthin gekommen ist? Aber welcher Geist war denn das? Ich wollte mich noch bedanken, ja. Wie ist der Zauberstab dorthin gekommen? Und wem gehört er? Ich weiß es nicht. Dort unten gibt es alte Ruinen und viele dunkle Geschichten. Wenn ich herausfinde, wessen Stab es ist, finde ich vielleicht auch eine Möglichkeit, seine Macht zu brechen. Das stimmt natürlich und dann wäre das kleine Gör ein wenig uneffektiv. Ja, mach was. Remy, ich wollte mich noch bedanken für alles, was du für mich getan hast. Du hast Timmy das Leben gerettet. Du hast uns rattensatt gemacht, als es in der Stadt nichts zu essen gab. Du musst dich nicht bedanken. Ich würde euch ja wieder helfen, aber ich kann nicht. Du kannst es, aber vielleicht brauchst du Zeit, um dich daran zu erinnern. Ja, der Stab hat sich schon länger seltsam verhalten. Ich habe nur nicht drauf geachtet. Wir wissen halt nicht wirklich, wem der Stab gehört. Vielleicht weiß der Geist da dann mehr zu. Der Zauberstab. Er hat sich schon ein paar Tage zuvor seltsam verhalten. Ich dachte, ich würde einfach nur immer besser im Zaubern werden. Ich hätte aufmerksamer sein müssen. Und Alistair hätte ihn genau untersuchen müssen. Und ich hätte dich nicht bitten sollen, den Golem zu bauen. Niemand hat Schuld daran, was passiert ist. Oder wir haben alle Schuld daran. Ganz wie du willst. Entscheidend ist, dass wir aufstehen und weitermachen. Nein, entscheidend ist, dass wir nachdenken. Das letzte Mal habe ich immer einfach weitergemacht. Und wir kennen das Ergebnis. Will er Remy jetzt in die Schranken weisen? Mein Zauberstab, er ist zu mächtig. Glaubst du, der Geist ist noch dort unten? Der Zauberstab. Mit ihm stimmt etwas nicht. Er ist
zu mächtig. Wie meinst du das? Zaubern ist nichts anderes, als die um uns frei herumfliegende Magie zu fokussieren und dann zu nutzen. Gute Magier können kleine Zauber auch ohne Stäbe wirken. Aber die meisten brauchen Stäbe, um die Magie zu bündeln. Und besonders mächtige Zauberstäbe sammeln die Magie besonders gut ein? Ja, und die mächtigsten bündeln sie nicht nur, sie verstärken sie auch. Aber dort oben im Lehrerzimmer war es anders. Der Erzmagier hat gezaubert, Munkus hat gezaubert. Richtig. Woher kam dann all die magische Energie, die nötig war, um Alistairs magischen Schutz zu überwinden? Genau. Es ist beinahe, als wäre der Stab selber eine Quelle magischer Energie. Aber von sowas habe ich noch nie gehört. Ein Grund mehr, der Sache auf den Grund zu gehen. Ein Grund mehr, nichts zu übereilen. Das ist zu groß für uns, Remy. Pah! Vor allem zu groß für die beiden, die ja alle beide nicht so sonderlich riesig sind. Glaubst du, der Geist ist noch dort unten? Dieser Geist, der dich damals verfolgt hat, glaubst du, er ist noch dort unten? Ich habe mich jahrelang nicht zurück in die Dunkelheit gewagt, weil ich davon überzeugt bin. Vielleicht solltest du dann besser nicht dort hinabsteigen. Ja, vielleicht. Aber einer muss herausfinden, was es mit dem Stab auf sich hat, oder? Remy! Mut und Zuversicht, Wilbur. Mut und Zuversicht. Viel Glück. Ah, da ist er weg. Ich hoffe mal, er kommt wieder. Es wäre komisch, wenn er nicht wiederkommt. Sagen wir es mal so. Betrachte die Trommel. Aha.